CSD, Charité, Rummelsburg, an der Spree, Insel ohne Meer, tausend Seen, Kennzeichen B. Flieger brauch ich nicht, für Venedig oder Bangkok, auch Istanbul ist drin, wenn ich mich auf mein Rad hock. Nächte sind wie Tage hier, nur ein bisschen dunkler. Wir lieben die Freiheit, doch spielen im Käfig, Fußball und Ping-Pong, New York ist King. Was ist Berlin? Natürlich King Kong! Egal ob Atze oder Göre, ob Lady oder Gentleman, jeder Topf sein Deckel und Töpfchen auf sein Deckelchen. Ja, das ist Berlin, wenn man sich schnell macht. In Hamburg das Semester, in Berlin lernst du chill im 100. Semester. Im Winter heißen Kids Paula und Mira, hinten in Marzahn spielt Britney mit Shakira. Party ist für Jugend da und das ist ihr True. Wie lange die dauert, bestimmst alleine du. Groß, klein, dick und dünn, analog und digital. Du jetzt lachst, ich seh dich mit all deinen Farben.
Berlin, die einzige Stadt auf der Welt, in der alle Richtung Osten ist. Die Sonne also nie untergeht, sondern immer nur auf. Von Stöhneberg bis Stempelhof, von Krankwitz bis Morbid, sing ich dein Lied, Berlin, sing ich dein Lied. Yeah.
Ich wäre auch gern Millionär. Entschuldigung. Bin ich gewöhnt. Wer seid ihr eigentlich? The Red Red Cheerleader. Mal wieder zu knapp, es war immer so, zu knapp.
Nacht ist es nur Zürtland. Der Zug fährt ab. Wahnsinn, das ist ja gar keine U-Bahn. Wir fahren ja oben. Wahnsinn. Ah!
ist dein Märchenprinz? Johnny, der Rocksänger, kennt ihr nicht? Den nennen doch alle den Johnny Boy. Er hat bei uns in der Stadt gespielt. Was kommt mir irgendwie bekannt vor? Kenn ich nicht. Das war richtig echte Liebe. Der hat auch gemacht, dass es zu uns hier, wenn es von uns mehr aushalten. Ey, Alter, den schreiben wir auf, ja? Tja, Alter, Pech gemacht. Jetzt bekommst du es mit der Wand zu tun. Yay, danke! Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? So kann ich mehr Soße. Dazu muss ich dir zwingen, damit sie was lernen, Doofköpfe.
Aber können Sie von hier schon lernen? Laufen, nämlich quatschen und im Weg rumstehen. Ach Stefan, jetzt geht von der Tante weg. Jetzt kommt doch mal dazwischen die Tag. Typisch. Ich glaube, das ist den Sitzplatz kannst. Ich glaube, wenn frei sagt, ihr lasst mich nicht das auf. Hallo, Schusko. Dieter! Einmal dem Aussteigen, mal bitte. Ich muss los. Wir müssen hier raus. Na, Problem. Denn du bist schön, so ganz schön.
Ich denke mir immer, mir tut nicht weh, ich muss nicht hungern, nicht frieren. Den meisten Menschen auf der Welt geht es viel schlechter. Naja. Genau wie bei meinen Haaren. Erst kam es ganz dünn. Na, der Strudel. Also nicht flüssig, sondern fest. Aber ganz dünn wie Regenwürmer. Flüssig kam es erst viel später. Wenn das mal keine Geschwür ist. Aber er immer, nee, das sind nur die Hämorrhoiden. Und heute, der ganze Master, weg! Weißt du, ich bin abgehauen. Von zu Hause. Zu meinem Freund. Wir haben uns 3 Wochen gekannt, weißt du, es war eine riesen Liebe. Und jetzt will er nichts mehr von mir wissen. Aber weißt du, es hatte doch alles bestimmt. Also, wenn es so schön war zwischen dir und deinem Freund, so eine richtige Liebe war, dann hast du doch davon was fürs ganze Leben. Mann, wer hat denn sowas heute noch? Ewig hält sowieso nichts. Und lebenslang Schlagsahne kannst du auch nicht vertragen. Aber ich liebe ihn doch. Ich suche ihn auch immer noch. Weißt du, wenn ich ihn finde und dann Schluss ist, ich bring mich um. Mann, bist du blöd? Das geht doch vorbei. Mann, auch wenn du es jetzt nicht glauben kannst. Du wirst noch so schöne Dinge erleben. Du wirst den Mann, den schönsten Mann auf der Welt finden. Du wirst noch so glücklich werden. Scheiße, Mann, eine Lehrstelle, Dorik. Seit 1,5 Jahren. Altenpflege. Das ist mein Traumberuf. Alte Leute pflegen? Ach nee. Warum nicht? Ich kann alte Leute nicht leiden. Und was willst du mal werden? Ich weiß nicht. Sängerin. Also, Johnny, mein Freund, der meinte, ich soll Sängerin werden. In seiner Band. Sängerin. Oh je. Kurfürstenstraße. Einsteigen bitte. Zurückbleiben. Zurückbleiben! Mann, das war echt knapp. Eigentlich war das schon. Na, hör mal, der Bus tritt immer schneller, als du gedacht hattest. So ein Ausschlag, wo wir mal kurz vom Haus. Sieh mal Mario drauf. Geht da rüber. Hast du wenigstens die Cola mitgenommen? Oh nee! Jetzt machst du mir nochmal Vorwürfe. Mann, Kitty, sowas kannst du doch nicht stehen. Wenn wir nachher bei meiner Schwester in der O-Straße sind, kriegst du eine Flasche Cola ganz für dich. Was in Männern seltsam WG musst du vor allem einen Kühlschrank. Dann musst du eben zu Mammoth anschreiben lassen. Haha, kann ich dir zum Bolle organisieren. Ey, ich bin die größte Organisiererin der O-Straße. Ja klar, du kannst es morgen. Mann, du verpflichtet. Wittenbergplatz. Bei meinem Aussteigen mal, bitte. Nach schlechtestes Tor zurückbleiben. Wie kannst du sowas sagen? Madonna ist total super. Holiday, celebrate. Nee, Country Club ist eine totale Gruppe. Come on, come on, come on, come on. You don't know, you don't know. Oh, Backe. Guten Krieg, hast du schon die neue Bravo? Wollte ich nachher noch. Was ist denn damit? Etwa Dr. Sommer? Nein, natürlich nicht. Wegen dem Sammelposter von Nick Kershaw. Der ist so süß. Und mir fehlen noch die Beine. Der Tommy und der Sieben sind total ähnlich. Nee, warte, du spinnst. Ja, so niedlich. Ihn ist so klein. Nein, das ist gar nicht wahr. Nee, entschuldig mal. Was ist das denn? Kenne ich, sind so eine Punk. Wir setzen heute auch nur gerne in den Gedächtnisbildung. Na, 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 manchmal sind wir am Kati. Und, was wollt ihr? iPhones ist weg. Was für ein iPhones? Kenne ich nicht. Woher sollen wir das wissen? Naja, ist eben mal noch da. Sind wir hier bei Telke, fragt jemand anderes an. Mensch, iPhones ist meine Ratte! Du spinnst wohl, um seinen Schrecken einzujagen. Ey, sorry, wollte ich doch nicht. Das glaubt es selig, auf den Arm hin und selber. Wo packt ihn hin? Du kennst die Schwester in ein besetztes Haus in der Waldemarstraße. Besetztes Haus? Wie cool ist das denn? Oh, bitte! Ich krieg zu viel. Gleisdreieck.
gesammelt im Buchhandel. Getroffen hast. Kannst echt wohl froh sein.
Warum diese Person so heruntergekommen ist. Vielleicht, weil mein Vater kein Nazi war.
Katze, hast du das gehört? Nein, wir waren die Nazi, wir waren ja immer deutsch-national. Was war denn ihr, Herr Vater? Lotti, wir haben den Verfall überlebt. Die Blockade, die APO, die Hausbesetzer mit 35 Jahren Sozialdemokratie. Da werden wir erst recht diese mutige Lumpe überleben. Sag ich doch, ich kann nicht hinhören. Wer sind wir denn überhaupt? Wir sind die Diademe der Reichshauptstadt Berlin. Die Buttercreme der Creme, die Queens der Tauen ziehen. Vom Kudamm bis zum KDB sind wir die Sahne im Café. Wie vor 50 Jahren, tri-tri-tri-la-la-la. Wie vor 50 Jahren, tere-tere-tere. Unsere ganze Nase hohen Posten in Wehrmachtsstaat Justiz. Der Staat lässt sich was kosten. Thank you.
Hey, hallo. Machen Sie auf. Hier ist Endstation. Wo bin ich? Warschauer Straße ist Endstation. Warschauer Straße? In der DDR? Dass Sie schon einmal lang geschlafen haben. Wo ist Bambi? Also, sie wird sich unhöflich sein, aber entweder Sie stellen jetzt schon fragen. Ich höre. Die 2 ist durch. Also das Mikrofon schafft durch. Ich glaube, sie meine ich. Sie sind ja nicht. Hier, einer steht deutlich vor Ihnen. Was? Nee, was? Das könnte ich nicht. Bambi, voller Lebensdüsse. Nee, war? Sunny, nee, die kleine Sunny, ich weiß es ja nicht. Lass dich mal an, schon ist älter geworden. Du aber auch, Mensch. 30 Jahre. Ich bin nie von der Linie 1 losgekommen. Aber Maria hat sich ja bis jetzt Leiterin der Seniorenheims. Und Kleister? Ach, lass mal, der ist bei seiner Logik, weil vielleicht kannst du da oben runter. Und du? Also, das mit der Sängerin ist nichts geworden. Ich bin Rechtsanwältin. Wie mein Mann. Aber ich habe inzwischen eine Tochter. Nee, war genauso schön wie du. Ja, und genauso dickköpfig wie ich damals. Aber ich habe selbst ganz vergessen, dass ich auch mal jung und verrückt war. Doch der Tag heute hat mich wieder aufs Gleis gesetzt. Sag mal, wie komme ich denn am schnellsten zum Bahnhof Zoo? Na, was für eine Frage. Natürlich mit mir und der Judenlinie 1.